Prost. Prost. Hallo, Freunde. Hello. Mr. Midnight. Mr. Midnight. Mr. Midnight. Mr. Midnight. Wir werden jetzt Mr. Midnight finden, das Spiel beenden in einem Part. Ja, easy. Easy. Nein, wir haben jetzt die Tür, ne? Die Tür können wir jetzt drauf. Haben wir schon draufgeklebt? Nee, ne? Nee, dann wäre aufgehört. Wir Schön. Haben miese Cliffhanger gemacht. Miese Cliffhanger. Miese Cliffhanger. Warum machst du diese Cliffhanger? Ah, da müssen wir Drogen für den, glaube ich. Klar. Ich hoffe, euch geht's gut. Ein Spiel mit dir? Ein Spiel mit mir? Ein Spiel mit uns. Das, nee, das geht nicht. Das ist scheiße. Aber es ist doch ein Spiel mit uns. Na gut. Tu mal nur. Das ist echt komisch, meine eigene Tür ist abgeschlossen. Da gehen wir durch. Was? Wir haben doch einen Schlüssel. Netter Zufall. Praktisch. Es hat geklappt, juhu. Juhu. Ja, geh mal da rein. Bist du gespannt? Genauso gespannt wie unsere Zuschauer waren. Was für eine seltsame kleine Tür. Es ist eine Feentür. Ja? Yeah. Für kleine Feen. Ich frage mich, wohin. Warum ist da Sternzeichen? Mr. Midnight, bist du da? Oh nein. Wer ist das? What? Hat sie unser Auge geklaut? Wir sind jetzt blind. Doppelte Persönlichkeit. Oh. Spooky. Spannend. Spooky, spooky. Spooky. What? Oh Gott, wo sind wir denn gelandet? Jetzt sind wir Mr. Midnight. Oh mein Gott, wo bin ich? Die, das frage ich mich auch. Hey, was ist das? Ein Hut? Mr. Midnight? Oh nein, dein Kopfkätzchen. Warte mal, das ist nicht meine Katze. Was für ein seltsamer Hut. Das also zumindest seltsam. Wissen ja alle Leute Bescheid, wer Mr. Midnight ist und machen irgendwas damit. Ja. Aber das bitte? Ja. Da liegt, glaube ich, auch ein Brief, oder? Hm, stimmt. Die sind im Katzenkörbchen geschlossen. Wie auch immer, ich muss meine Katze finden. Ich hoffe, du bist hier. Guck mal, wie sie Blut trinken muss und Fleisch essen muss. Oh. Da lege ich mich nicht rein. Ich habe ja auch auf den Eimer hier gekriegt. Nein. Dann nimm mal bei dem Brief. Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und frisst dein Futter. Clara und Mia. Ich denke mal, das da sind Clara und Mia. Okay, nee, das können wir aber nicht futtern. Macht Spaß zu sehen, was Leute so zu Hause haben. Ja, das stimmt. Machst du? Also wenn ich bei Fremden auf Toilette bin, ich gucke immer in deren Badezimmerschrank. Echt? Ja. Weil ich finde das spannend, ich gebe es zu. Ich gucke bei jedem Menschen in den Badezimmerschrank, wenn ich auf Toilette bin. Ich muss sehen, was sie im Badezimmer haben. Und judge die dann? Nee, ich muss einfach nur sehen. Mal gucken? Ja. Na gut. Schon was Interessantes gefunden? Nö. Klopapier und so. Was halt? Ja, toll. Jetzt muss ich das nochmal lesen. Achso, vielleicht wollen sie gerne Dinge sehen, also brauchen sie mehr Augen? Ich glaube, die haben da Augen drin. Ja, nur schön. Warum nicht? Oh. Was? Nein. Den behalte ich in meinem Kätzchen, leckeres Essen zu machen. Okay. Irgendwann hat sie einen Grund dafür, warum sie irgendeinen Müll mitnimmt. Ja, das ist nicht wie ein Black Mirror, wo einfach alles eingesteckt wird, was gefunden wird. Kopf von einem Menschen, glaube ich. Oh. Immer nicht von der Kätzchen. Ach, guck mal, ist das ein Honigspender oder sowas? Mit dem Babybär vorne da? Das da? Wie süß. Hm. Ich hätte gerade gesagt, dass Totenköpfe immer so glücklich aussehen. Ich hab's das ist dazu ein Punkt. Da können wir nichts mehr. Mach das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Süß. Smart. Trockenblumen? Das sind Trockenblumen? Hier getrocknete Blumen. Na gut. Das finden wir nicht interessant. Na gut. Müssen wir irgendwann mit diesem Kessel was auf diesem Ofen kochen? Wahrscheinlich. Aha. Okay. Oh. Okay, mehr sagt sie dazu nicht. Können wir das Messer mitnehmen? Ein paar schöne Messer. Guck mal, das hat eine Schleife. Ja, wir nehmen das mit. Könnte noch nützlich aber sein. Ohne die Schleife. Ich will die Schleife mitnehmen. Dieser Süße daran. Mit kleinen Händchen. Nimmst du es mit? Nö. Nee. Na gut. Löffel? Nö. Ich habe keine Suppe. Aber du hast doch einen Suppentopf. Backpulver. Was hat die vor? Die kocht die gleich. Die hat Angst, den Kiefernzapfen anzuwischen. Warum? Ja, weil sie doch vorhin die Monster-Kiefernzapfen gesehen hat. Ach, stimmt. Ja. Aber Mehl nehmen wir mit, oder? Ich meine, wir wollen anscheinend backen. Nee. Was mit der Rose? Nee, auch nicht.
Honigbär. Du schmeckst himmlisch. Ach, oh, das ist süß. Ich will auch so einen Honigbär. Können wir uns kaufen? Ja, bitte. Ein Honigbär? Können wir das bei Amazon bestellen? Stimmt. Können wir es aufmachen? Guckt sie da rein? Keks in allen Farben, Geschmacksrichtung. Nehmen wir keinen mit? Anscheinend nicht. Müssen wir nachher Kekse backen. Ein Bild von einer Teekanne mit gemaltem Tee drin. Okay. Hat so einen Punkt. Mit Zitrone und Honig? Und beiden. Mr. Midnight, diese Mädchen, sie haben mein Kätzchen genommen. Ich glaube, das ist nicht Mr. Midnight. Ich glaube auch nicht. Das ist mein Kätzchen. Ich will ja nicht egoistisch sein. Oh. Mhm. Welchen Kamin? Ja. Na, vielleicht kommt der noch. Die armen Bäume. Aha. Oh nein. Sollen wir erst rübergehen oder erst drohen? Wo könnt das noch? Ah. Gute Frage. Ja. Kann wohl rein. Das kann auch sein. Ja. Die Sache kommen. Das ist richtig. Okay, erst drogen. Ja. What? Was? Eine geheime Flasche mit einem Geheimnis drin. Das ist eine Flasche. Das sieht aus wie ein Stein. Ja. Was? Ob gut, wie sie meint. Sind nicht gerade ihre Hände dahin? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ziemlich tief anscheinend. Ja. Okay. Liebst du noch? Ja, mit dem Loch da im Kopf. Ja. Hat's den Punkt. Wie ein Jetpack. Süß. So würde ich das nicht nennen, aber... Oh. Genau, ne? Das ist Schritt für Schritt auf süß. Oh. Ach, da ist die Flasche. Oh. Hm, was zum Werfen oder so? Nee, ne? Wahrscheinlich können wir oben das Seil durchschneiden. Haben wir eine Schere? Ach, wir haben das Messer. Da können wir das. Oh, können wir darüber hüpsen? Hüpsen. Komm da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Haben wir was für die Brücke? Vielleicht können wir uns eine malen. Meinst du? Nee. Wieso? Na gut, dann müssen wir wohl... Oh, ich muss hier jetzt einzeln. Na toll. Erstmal was suchen noch. Ja. Was passiert? Was passiert, wenn wir da ganz oben stehen und die Drogen wegmachen? Fallen wir da drunter? Interessiert mich jetzt. Wahrscheinlich jetzt sind wir dann auf dem Dach von irgendwas oder so. Das muss ich jetzt ausprobieren. Das stimmt. I'm interested. Weil da sind wir viel höher als damals im Raum. Ja. Nee, okay. Habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Ja, ne? Okay, gehen wir rüber. Zu weit, ja. Vielleicht finden wir da eine Brücke. Und der zugenähte Winnie the Pooh da oben. Der zugenähte Winnie the Pooh, den Bild. Schön. Den Blut dran. Wundervoll. Na gut. Okay. Oder nur zum Spaß. Aber eben hat sie noch ein paar gebraucht. Für den Kochen. Zum Kochen. Okay. Dann halt nicht. Du kannst aber auch da drauf steigen, um da besser dann dran zu kommen. Halt. Ja. Können wir damit vielleicht unseren Topf... Meinst du, wir können dessen befüllen? Entschuldigung. Schön. Ja, reicht dann auch, ne? So, ja. Wir haben nichts... Doch, wir haben... Was haben wir mitgenommen? Backmehl, Stärke oder irgendwie sowas? Ich glaube, Backpulver. Ach so. Aber das Kochen macht irgendwie... Ich weiß auch nicht. Auch nicht so Sinn. Ein tanzender Teddy. Er hat keine Schuhe. Ja, das ist gut. Ja, das ist... der hat auch eine Fliege hier oben. Hm. Süß. Okay, da können wir bestimmt noch was zum Kochen, glaube ich. Bohnen mag ich nicht so gerne. Ich schon. Salz. Eine sehr gute Zutat. Hat sie recht.
Ob wir das da aufmachen können? Das ist ein ziemlich mit das da? Das unten ist Fach da. Also, bestimmt. Ja, genau. Yeah. Ist da drin? Ja. Okay. Okay, da passiert nichts mehr mit. Gucken wir da auch rein? Nö. Nee. Da sind bestimmt keine Nüsse drin, da sind Eichhörnchen drin. Ja, da sind Eichhörnchen in den Reihen drin. Ja. Welche Katze spielt gerne mit Oliven? Was ist ein Problem? Nehmen wir Knoblauch mit? Können wir brauchen Knoblauch zum Kochen? Immerhin gibt es keine Vampire, ja. Hat's einen Punkt. Ja. Wir sind Lorbeerblätter, warum nehmen wir die nicht mit? Pfeffer. Was wollen wir denn für eine Suppe eigentlich auf die Peperoni klicken, aber da passiert irgendwie nichts. Nee, die ist okay. Ich glaube, das sagt sie zu alledem hier. Vielleicht da rechts oder so. Das sind hübsche Dosen. Na gut. Okay. Wir haben ein paar Zutaten für eine Suppe zumindest. Ja, Salz, Pfeffer und Backpulver. Ja. Kannst du das Brett da rechts angucken? Welches? Dieses? Nee, genau. Okay. Das haben wir, glaube ich, auch schon. Wir können noch da lang gehen oder da oben gehen? Nehmen wir mal oben. Na gut. Es wird Zeit. Nee. Und dann sind wir wieder hier. Vielleicht das ganze Haus, das hier. Na gut, dann müssen wir wohl erstmal eine Brücke finden in irgendeiner Form. Vielleicht können wir da drüben ausmachen. Also da drüben die Drogen aktivieren, ein bisschen was anderes. So, was noch? Gott, das ist das ganze Haus hier. Ay, das ist voll schön. Voll süß. So möchte ich wohnen. Ja. Vielleicht ist es ihre Mom und Tante Grace. Oh. Vielleicht. Ich bin deutsche Sherlock. Oh. Das. Sie scheint sich aber auch unsicher zu sein. Ja. Bobis. Bobas. Bobas. Die ist ganz schön groß, die blaue Rose. Ja. Bestimmt eine alte Geschichte. Eine alte Legende. Oh. Oh. Dass sie sich davon nichts gönnen, ne? Ja, ne? Haben wir Soße. Also ich würde mir so einen Muffin gönnen. Sieht die muss doch Falle. Hungrig sein. Die hat doch bestimmt nur hier eklige Nudeln gegessen. Ja. Aber nein, die sind zu lieb für. Wir will nichts klauen. Ja. Guck, sie könnte den ganzen Kuchen machen. Essen. Dann nimm doch Kuchen. Mein Lieblingskuchen, soll die. Oh. Das endet nicht gut. Das endet nicht gut. Ja, komm, nimm noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nam, nam, nam. Oh, wie süß. Aber mehr nicht. Na gut. Ich höre schon Krankenhaus. Der. Ach, das Monster-Ding. Ja. Da war ja was. Ein fliegendes Schweif. Oh, das ist die blaue Rose wieder da links. Ja. Süß. No. Nicht, dass ich keine hätte. Das Bild können wir nicht anklicken. Die blaue Rose auch nicht, tatsächlich. Brauchen wir irgendwas nicht? Gute Side Note. Das stimmt. Mhm. Was? Was nimmt die denn jetzt alles mit? Keine Ahnung. Da ist Asche drin. Asche ist da drin? Ja. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ja. Hier hinten liegt auch was. Sollen wir Drogen nehmen oder sollen wir genau, links auch noch gehen lang. Oder links gucken? Geh's mal links. Okay. Oh. Okay. Hi, Girl. Wo die da unten? Wir sind nicht auf Drogen. Gutes Zeichen. Oh! Ich hab mir nur die Bilder am Schirm. Wird gar nicht gesehen. Eine Katze. Wie Fran jetzt gar nicht gesehen hat, wie ein Geist auf sie zuläuft. Sie so, ja. Ja, ja. Süß. Ja, das glaube ich das dir. Ist, ja.
Ihr könnt ein Stückchen Fleisch abschneiden. Ihr könnt eine Suppe kochen für irgendwen. Das heißt. Sie muss vorsichtig sein. Das ist unser Musiker. Das ist das Vieh, was wir draußen getroffen haben. Ja. Süß. Denn seit wilden jungen Jahren. Ja. Guck mal, hier ist auch sein kleines Häuschen. Ach, wie süß. Wo die Beeren drin waren. The Blueberry Tree. Ja, probier's mal aus. Guck doch mal. Yeah. Jetzt haben wir immerhin ein bisschen voll ihre Musik. Beschallung. Ja. Okay. Wir haben kein Papier mehr, ne? Ja. Oh, guck mal, eine Eule. Zurecht. Na gut. Süß. Na gut, sind wir da oben? Ja, machen wir, ne? Nein, das können wir nicht. Oder wir gehen hoch. Wenn wir jetzt wieder unten im Brunnen landen, dann ist das alles hier unten wahrscheinlich. Ja. Dann brauchen wir drüben auch keine Nähe. Nee. Wollen wir hier hoch oder drüben hoch? Nicht. Wahrscheinlich geht es beides zum gleichen Ort hoch. Da können wir gucken. Oh, okay. Was? Achso, da oben ist der Wand. An einer Wand. Na gut, dann gucken wir auf der anderen Seite, ne? Geht's ja auch nicht hoch? Bild. Was ist das hier alles? Was nimmt sie alles mit? Können wir vielleicht als Brücke benutzen? Nein, zum Wegfliegen. Achso. Das ist unser Hexenwesen. Mr. Midnight? Ziege so. Ich bin das. Ja. Das sind meine zwei States. Genervt oder gekitzelt? Du kitzelst mich. Ich finde, die sehen auf dem Bild eher ein bisschen unheimlich aus, als du meinst. Die sind generell eher ein bisschen unheimlich. Ja. Na, was ist denn da drin? Schwarze Kerzen. Na gut. Okay. Warum auch nicht? Ey, wir haben hier zu viel Krempel hier, ne? Mit anziehen? Was? Wie sind wir daran gekommen? Na gut. Easy. Okay, Drogen, da lang oder hoch? Gucken wir erstmal links. Eieiei. Wie? Okay. Da oben links ist die Gesichter. Und ein Lucifer. Lucifer, so let me in. Please. Ich möchte auf YouTubes. YouTubes. Pass auf. Oh, guck mal, das ist bestimmt die Mom von denen. I like it. Die Pinzette da unten können wir mitnehmen. Die ist so schön platziert. Das sind die halt immer okay. Na, was fragt sie sich denn? Doch, sie sagt da noch was. Hm. Nee. Vielleicht ob das auch die beiden, die Zwillinge sind oder so. Was weiß ich. Ja. Das Parfüm riecht wie Teenager. Das schmeckt sehr Teen Spirit. Na. Na. Scheiß Stereotyp. In den 40ern? Was? In den 40ern? Ja. Was soll das? Na gut, um Dinge aufzuheben. Okay, da können wir Spiegel was machen? Weil da ist irgendwas Spiegel drin, das sieht unheimlich aus. Okay, Spielzeuge sind so hässlich. Das ist. Oh,
wie süß sie ist. Ja, das stimmt wohl. Ist der noch nie passiert? Überall Wasser? Ach, draußen. Okay. Ich glaube, das Haus steht irgendwie im Wasser. Ja. Sie kann nicht schwimmen. Süß. Poor Fran. Ja, das ist eine Frage. Das ist Deko. Meinst du? Dieses Girl ist gruselig manchmal. Ja. Na gut. Okay, hat's mach das. Jeder liebt das. Na gut. Kann da oben Schlüssel reinstecken? Stimmt. Ja. Spiegel tut nicht, was er soll. Blöde Spiegel. Haben wir irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, wir haben keinen Schlüssel. Nee. Sollen wir mal drogen, ne? Ja. Und wahrscheinlich sind wir wieder. Nee, oben. Okay, probieren wir es mal kurz mit dem Besen. Sind wir aber ganz schön weit geflogen. Ja, ne? Ist, Also der weich gelandet, ne? Anscheinend. Im Wasser. Mal sehen. Ja. Oh, Fran. Müssen wir das zusammenbinden oder so? Cool. Böses Besenstück, böse. Na gut. Super. Können wir das andere Besenstück nehmen für irgendwas anderes jetzt? Nö, das war einfach ein Joke. Cool. Das war's jetzt einfach. Toll. Kannst du mir helfen, Bro? Scheiß Besen. Fran, du bist komisch. Will ich das sagen? Mhm. Wir tollen jetzt. Jetzt na, ganz oben. Ach, schön. War nichts. Wir können ja noch hier oben. Super, ey. Für den Scheiß. Tja. Oh, ist ganz schön dunkel hier. Spooky. Wir können bestimmt da vorne Licht anmachen, oder? Doch. Okay, Kinderwagen. Oh nein! Oh nein. Der Rat ist es Zeit aufzustehen. Ja. Jetzt so eine halb süße und halb verstörende Perspektive auf alles. Ja, ne? Mhm. Die ist irgendwie so naiv und lieb, aber irgendwie auch nicht. Ja. Nimm ihn mit? Anscheinend nicht. Okay, na gut. Nee, da sagt sie nur das. Hier ist es auch schön. Ja. Und ihre Strumpfhose ist hübsch. Sie mit dem Knicks immer. Ja, wenn sie mal ihr Kleidchen so hochhebt. Ja. Guck doch nach. Nein? Na gut. Ich will es lieber nicht wissen. Das ist ihr Arsch. Das ist süß. Niedlich. Ne, musst du ja auch nicht, ne? Hm. Warum ist hier jetzt ein Skorpion und unten war schon ein Sternzeichen? Das was zu bedeuten. Oho. Oh, vielleicht. Hm. Also ja, ich meine, sie hat auch was wegen Sternzeichen gesagt. Also. Ja, sie ist Schütze. Nimm doch den Hut mit, der steht dir doch bestimmt. Schön. Okay, what the f- Kannst du nichts mehr machen? Ja, ne? Ich kann bestimmt nochmal draufklicken, ja. Die Schwestern. Wo willst du es? Okay, ich meine, ja, aber... Da sind die aber ganz schön die gleiche Jacke wie ich im Krankenhaus. Was? Können Schwestern nicht alt werden? Füchschen, oh nein, ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Oh, das muss drin. Oh. Der Käfig hat sich gerade bewegt, unter der Decke. Oh Gott. Ja. Okay, wir gucken uns erst alles andere. Oh, hallo. Okay. Lebt es? Ja. Guck da, schon wieder. Achso, ich hab das jetzt zwei erkannt. Das ist nicht mein Spezialgebiet.
Warum sind die so? Müssen die aufschneiden? Bitte nicht. Ich meine, sie meint, ihr seid irgendwie zusammengelegt. Und schreien die ganze Zeit. Oh nein, hätte ich nicht draufdrücken sollen. Oh Gott sei Dank, sie haben aufgehört. Na gut, die Schuhe sind zu groß. Das sieht aus wie hier. War das in Alice im Wunderland, dieser Hase? Ja. So sieht der Hase aus. Ich würde eben schon sagen, das ganze Spiel geht ein bisschen in Alice Richtung. Ja, ne? Mhm. Mr. Meatnight, bist du hier, Kätzchen? Oh. Miau! Oh. Das ist doch was völlig anderes. Ich glaube, sie wird sich freuen, sie wird denken. Ja. Mein geliebter Freund. Das ist doch nicht Mr. Midnight. Niemals. Ist das wirklich Mr. Midnight? Oh mein Gott. Warum können wir mit Mr. Midnight reden? Ja, ich glaube, wir haben schon immer mit ihm geredet. Deswegen meine ich ja, vielleicht ist er gar nicht echt. Ich habe von dir geträumt. No. Ich liebe dich auch. Ja. Mr. Midnight. Der versucht etwas runterzufangen, mich zu erholen, aber etwas ist passiert. Oh nein. Oh. Wir machen das auf. Später. Tschüss. Nein, natürlich. Ja. Oh, Mr. Midnight. Oh. Was? Die Milzi. Das ist Magie? Dieses Magic. Was ist denn? Das ist so süß. Gott. Tschüss. Ach, wir haben geguckt auf Mr. Midnight. Wir brauchen den Schlüssel. Können wir den Regenschirm als Leiter benutzen? Nimm den mit. Mann. Was machen wir? Ich bin überfordert. Irgendwas haben wir gehört unten. Also vielleicht ist irgendjemand nach Hause gekommen oder so. Sollen wir gucken? Oh Gott, hallo, bleib hier! Direkt wieder hoch. Wieso Mr. Midnight, please? Help me! Wo ist hin? Nicht hier. Was haben wir ganz... Girl, I'm coming! Wo ist ein paar Mal? Ich weiß es nicht. Die ist doch im Spiegel jetzt oder so. Was, wenn wir oben unsere Pillen nehmen? Sterben wir dann, wenn wir ganz runterfallen? Wir müssen mal probieren. Mhm. Nee, okay, dann noch nicht. Toll, wie kommen wir da oben dran? Wir haben nichts, ne? Nee. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas kochen. Weil wir haben noch einen Samen. Vielleicht nicht. Okay. Hallo! Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Ich will meine Katze. Du bist ja, wir haben auf dich gewartet. Wo ist dein Kopf? Was? Ach, unser zweiter Kopf. Ja, ich bin verwirrt. Woher kennt ihr meinen Namen? Oh. Woher wissen die sowas? Hm. So mit Mr. Midnight. A oder B?
Machen wir das Erste. Ja, ja, ist doch vergiftet. Ich glaube, das ist keine gute Idee, aber machen wir trotzdem. Natürlich haben wir Angst. Ja? Ist der Midnight? Weil sie gefunden haben. Oh, was ist mit denen? Die sind gemein. Ich verliebe ihn. Das Erste, oder? Ja. Nun. Okay, Mauer. Ganz hässlicher Ort. Oh. Ist sicher her. Wie das klingt, ne, wenn sie das erzählt. Eine Kettensäge, ja. Ne? Eine Kettensäge, ja. Und der Käfer. Hm. Der arme Käfer, der ist ganz umsonst gestorben. Ah, ne, der hatte die Ratte. Ja. Jetzt gerade falsch erzählt. Wird alles ein bisschen verwechselt. Die hat erzählt, dass die Ratte ihre Haare gemacht haben wollte. Das war noch diese Vögelgeist. Aber die Ratte wollte auch gekämmt werden. Wollte die? Ja, wir haben die Ratte auch gekämmt. Achso. Die hat gefragt, ob wir sie auch bürsten können. Na gut, dann stimmt das. Ist sie her. Wie begeistert sie davon ist. Und die beiden so, ja. Ja, natürlich. Davon redest du? Du liegst hier seit einer Woche. Nicht. 10. Gib mir jetzt Mr. Midnight. Mr. Midnight. Was? Nein. Sollen wir jetzt böse antworten? Ja. Oh, das ist irgendwie abgeschnitten. Dankeschön. Gesundheit. Dankeschön. Die haben uns doch hier hingebracht. Was sind die denn? Ja. Bin ich dumm? Bin ich auch nicht. Was ist mit denen? Wir stechen die gleich ab. Ja, wir haben Messer. Was haben die? Eine dumme Tasse. Was? Ihr macht mir keine Angst. Oh Gott, was passiert jetzt? Sterben wir jetzt einfach? Das war's. Nein, nicht mehr so weit. Das Zweite. Was? Was ist mit dem? Mach's weiter. Wieso hier? Oh. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwas kochen, ne? Ja. Schreckliche Dinge. Was? Okay. Muss halt. Ja. Mach das hin. okay. Böse, böse. Okay. Klingt gruselig. Wie du willst. Ich will. Sollen wir? Ja. Machen.
Okay. Ey. Die sind richtig gemein. Ey. Fickt euch. Nein, bitte. Boah, ey. Ich hasse die. Stechen jetzt ab. Ah, dem Schlüssel. Den Spiegel? Sind voll gemein. Ja. Wir stechen die ab. Warum sind die so fies? Wo sind die eigentlich hingegangen? Sollen wir das Rezept durchlesen? Ja, ne? Ja. Das Herz eines Frosches. Ach, ein Blut einer schwarzen Katze. Oh nein. Nein. Okay, verkohlte Leiche eines Fuchses. Ich meine, oben war ein Fuchskopf, ne? Wahrscheinlich müssen wir die unten reinwerfen dann. Und hier ist kein Kopf? Ja. Wollen wir das Rezept dann nächstes Mal kochen? Würde ich sagen. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Halbwegs, mehr oder weniger. Können wir hoch zu Mr. Midnight? Geht das? Lass mal gucken. Wir setzen uns zu dem. Ey! Oh. Bitte, bitte. Wow. Ja, wir haben ihn wiedergefunden. Ja, Mr. Midnight wieder. Süß. Vielleicht spielt man die zweite Hälfte des Spiels mit Mr. Midnight. Oh, das wäre voll süß, wenn er die ganze Zeit mitläuft. Unser Freund. Freund von Freund. Ja, unser Freund. Süß. Ich hoffe. Okay, dann Prost. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Du hast ja gar nicht gekläumt. Bye-bye. Bye-bye.